Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Link's Awakening DX. Manchmal möchte ich mich ja schon so ein bisschen selbst schlagen, aber ich habe was ziemlich Offensichtliches vergessen. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe mir nochmal eine Karte hergeholt und habe nochmal drüber geguckt. Und was heißt, ja gut, so offensichtlich war es nicht mal. Aber als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ah, das wusstest du doch. Und zwar können wir hier die Wand sprengen. So. Bam, bam. Und können hier auch die Wand sprengen. Und hier haben wir den ominösen Schalter, den ich die ganze Zeit angeteased habe. Es war natürlich, ich wollte natürlich nur teasen mit dem Schalter. Ist ganz klar. So. Und jetzt muss ich erstmal wieder einen Weg zurückfinden. Ich glaube aber, ich weiß schon, wie wir da am besten vorgehen werden. Jetzt stehen wir erstmal dichter, so ein bisschen darum. Vielleicht noch so, dass ich ans Herz rankomme. Okay. Plopp. Achso, ich habe volle Herzen. Das wusste ich. Ich habe natürlich unten gerade auf den Screen geguckt. So. Und im Eingangsbereich gehen wir dann hier nochmal nach oben. Das haben wir ja alles schon tausendmal gemacht. Schieben hier uns den Weg zurecht, damit wir nochmal da oben durchkommen. So, und jetzt möchte ich hier lang, da oben nochmal durch diese Drehtür. Und hier links durch. Und dann können wir endlich zu unserem Dungeon-Item kommen. Eieiei. Ich betone es nochmal. Wenn ihr den Schalter umlegt und den Dungeon verlasst, wird er wieder zurückgesetzt. Das heißt, das sollte man wirklich erst machen. Oder irgendwann dann, wenn man vorhat, das Dungeon-Item zu holen. Beziehungsweise, wenn man die Möglichkeit dazu hat, das Dungeon-Item zu holen. Und diese Möglichkeit haben wir jetzt endlich. Eieieiei, das war ein Aufwand, meine Herren. Ich sag's ja, dieser Dungeon ist eine mittlere Katastrophe, allein vom Umfang her. Aber ist trotzdem ein... Sehr gut. Aber ist trotzdem ein cooler Dungeon, muss man einfach mal so sagen. Er ist halt echt, echt üppig. Und verwirrend. Sehr verwirrend. Ich hab jetzt oft gehört, dass viele Leute den 7. Dungeon am schlimmsten fanden. Aber ganz ehrlich, ich finde den 8. am katastrophalsten. Was das Verlaufen angeht. So, und jetzt können wir uns gescheit um diesen Miniboss hier kümmern. Wir haben schon gesehen, er kann uns quasi zum Dungeon-Eingang zurückfeuern, wenn wir nicht aufpassen. Und wir können ihn treffen, während er hier seine Rocky-Trainingspose ausführt. Und können ihn dann entsprechend mit Rundum-Attacken beharken. Selbst wenn man kein Level-2-Schwert hat und die rote Rüstung, ist das nicht allzu schwierig. Man muss nur aufpassen, wenn er seine Attacke auflädt, sollte man schnellstmöglich aus dem Weg gehen. Ansonsten kriegt man ein ernsthaftes Problem. Und in dieser Kiste finden wir unser letztes Dungeon-Item, nämlich... Jetzt besitzt du den Sumaria-Stab. Damit feuerst du einen glühenden Feuerstrahl ab. Ja, ich glaube, Sumaria-Stab ist tatsächlich eine ziemlich blöde Fehlübersetzung, denn es ist nicht der Sumaria-Stab. Er kann nicht das, was der Sumaria-Stab kann. Aber er kann Feuer schießen. Und das ist eine ziemlich praktische Sache, wie wir gleich sehen werden. Außerdem ist es eine ziemlich übermächtige Waffe, muss man auch dazu sagen. Der Sumaria-Stab macht viel, viel, viel Schaden. Und kann zum Beispiel den Gegner hier einfach mit einem Schlag komplett auslöschen, quasi. So, jetzt will ich dich einmal darüber schieben. Nein, 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 danke. Ein bisschen Umweg, aber okay. So, 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 so. Denn hier konnten wir vorher nicht durch und jetzt können wir da durch. Und ich will wissen, was da drin ist. Yep. Hier will ich nur die obere Reihe kaputt machen. Ah, dieser Eisblock ist ja verdammt hart und kalt. Aber was? Okay. Und da kommen wir hier raus, was uns nichts bringt, da ich keinen Schlüssel habe. War denn dieser Raum... Wie komme ich denn da am besten hin? Wie komme ich denn da am besten hin? Muss ich jetzt gerade echt mal so ein bisschen überlegen. Ich laufe ein bisschen weiter.
Ich weiß es gerade echt mal, wie wir da langkommen. Aber ist ja nichts Neues, dass ich mich in diesem Dungeon hier verratze. Nicht wahr? So, es gab auf jeden Fall noch einen Raum mit zwei Fackeln. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich lang muss. Die Frage ist nur, wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? So. Eventuell. Ja, doch. Doch, da komme ich recht flott hin. Okay. Moment. So. Beziehungsweise. Ich glaube, ja, hier haben wir auch nochmal so ein Eisblock-Rätsel. Jetzt mal überlegen. Oben. Ja, ich weiß, dieser Eisblock ist ziemlich hart und kalt. Und aus irgendwelchen Gründen kann man gerade diese Textbox nicht unterbrechen. So, jetzt will ich dich noch erwischen. Ja, gut. Okay. Das kriegen wir noch auf die Reihe. So, sag ich doch. Alles ganz easy. So, und ich glaube, wenn man... Ja! Ich glaube, wenn wir hier einfach nach oben ziehen, dann geht das auch. Jawohl. Vorzüglich. Und da kommen wir beim Boss raus, natürlich. Also war das total für den Arsch. Ja, ich weiß, der ist verdammt hart und kalt. Mann, ich hab's verstanden. Ja, hart, kalt. Okay. Dankeschön, dass du mich darauf nochmal 10.000 Mal aufmerksam machst, Spiel. So. Jetzt wollen wir da runter und nochmal in den Eingangsbereich zurück. Und dann links lang. Denn wir haben da noch eine Kleinigkeit. Und zwar... Nice. Nice Hit. Ach, komm, geh weg. Ja, man sieht schon zwei Treffer mit dem Sumaria-Stab und der Boss ist down. Beziehungsweise der Miniboss. Das Ding ist schon ziemlich heftig, muss man schon mal so sagen. So, so, so. Okay. Und hier der Raum. Den habe ich gesucht. Wenn wir jetzt die beiden Fackeln hier aktivieren, bekommen wir... So, bekommen wir keinen Teil der Macht, sondern bekommen einen kleinen Schlüssel, mit dem wir dann dieses ominöse Schloss öffnen können, das wir vorher nicht öffnen konnten. Also wollen wir dann nochmal zurück. Ich weiß ja jetzt zumindest, wo ich lang möchte, so im Groben. So. Und jetzt nochmal die Treppen da rechts hoch. Düpp, 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 bomb. Nice. So. Bevor ich wieder das Eis aus Versehen anspreche. Vorzüglich. Und jetzt können wir hier runter. Und treffen wieder einen bekannten Miniboss. An dem sich nicht viel geändert hat, außer... Dass wir da jetzt Lava haben. Und offensichtlich hat er... Keine Ahnung, was das jetzt war. Irgendwie hat sich mein Bild gerade aufgehangen. Lag wohl an dem Capture-Dingens. Komisch. So. Vorzüglich. Machen wir wie vorher auch. Einfach draufhauen. Und irgendwann stirbt er. Und hier haben wir dieses Rätsel. Und ich weiß, dass ich da als kleiner Pimpf ziemlich lange drüber gehangen habe. Ich glaube aber, das war so ungefähr. Ja, das sieht gut aus. Und dann so rüber, dann darum und schon haben wir das. Da habe ich, als ich klein war, eine halbe Ewigkeit drüber gesessen. Ich weiß, dass mich dieses Rätsel furchtbar aufgeregt hat. Allerdings ist es im Endeffekt wirklich super easy. So easy, dass Link sogar einfach aus dem Raum wieder raus moonwalkt. Okay, damit können wir jetzt endlich zum Boss gehen. Und ich glaube, wir haben alle Kisten hier eingesammelt. Wir haben diesen Dungeon vollständig erkundet. Gott sei Dank. Und ich glaube, das dürfte tatsächlich der schnellste Weg zurück sein. Schauen wir mal. Ach, weg da. So. Ja, wenn ich einfach hier runtergehe und nicht in die Lava springe,
Dann kann ich hier wieder oben lang. Die räume einfach aus dem Weg. Und wir können hier rechts entlang. Plopp. Glaube ich jedenfalls, dass das so... Ja. Ah, nicht, dass ich hier wieder irgendeinen Bullshit erzähle. So, wie haben wir das letzte Mal gemacht? So. Ups. Dabei funktioniert das auch. Nee, leider nicht. Ein Jammer. So. Ach. Mann, sogar im Fallen hat man keine Ruhe vor diesem, vor dieser Textbox. Unglaublich. So. Und. Dankeschön. So. Ey, ich glaube, das ist sowieso das letzte Mal, dass wir auf diese Eisplatte treffen. Von daher, alles tut die Paletti. Gehen wir zum Boss. Oh, du bist am Ende. Niemals wirst du die Instrumente der Sirenen zum Spielen bringen. Niemals. Oh, okay. Ja, der Boss hier ist relativ einfach. Wir wollen ihn einmal mit unserem Sumaria-Stab treffen, denn aus irgendwelchen Gründen ist Feuer effektiv gegen Feuer hier. Wir wollen natürlich nicht in die Lava fallen. Und man muss auch dazu sagen, wenn der Boss einen tatsächlich trifft, wie man gerade eben gesehen hat, macht er ziemlich viel Schaden. Irgendwann verliert er seine äußere Hülle und wir müssen ihn nur noch ein paar Mal mit dem Sumaria-Stab behaken. Meine Herren, macht er Schaden. Warum nur? Warum bist du hierher gekommen? Ohne dich wäre alles in Ordnung. Du darfst den Windfisch nicht aufwecken. Du bist selbst nur Teil seines Traums. Und das ist der erste Boss, bei dem ich fast richtig verreckt bin, denn Moldorm lasse ich nicht zu und den anderen Boss lasse ich auch nicht zu. Denn das ist tatsächlich meiner Meinung nach noch der schwierigste Boss, weil seine Attacken wirklich einen Haufen Schaden machen, meine Herren. Jedenfalls bekommen wir unseren letzten Herzcontainer. Damit haben wir 14 Herzen. Woo! Und auch das letzte Instrument der Sirenen. Die 100% kommen! Du hast die Oktopus-Trommel erhalten. Eieiei, das Ei ruft. Okay. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir noch nicht ganz zum Windfischei, sondern holen uns noch das letzte Prozentchen ab. Das ich allerdings nicht behalten werde. Sag ich schon mal so. Ja, wir... Ihr werdet sehen, was ich meine, vielleicht. Ich, keine Ahnung, wir werden sehen. So, jedenfalls, schauen wir mal auf die Karte. Die sollte jetzt komplett erkundet sein. Ja, das sieht doch wunderschön aus. Wir schauen in unser Menü. Und das sieht auch ganz gut aus. Uns fehlt nur noch ein Foto. Ansonsten haben wir alles soweit. Wirklich vorzüglich. Und, okay. Und jetzt wollen wir nochmal zurück ins Möwendorf, denn dort gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich gerne zeigen möchte. So, da lang. Und das möchte ich euch nicht verheimlichen, denn ich habe ja gesagt, uns fehlt noch ein Foto und das hole ich erst gegen Ende. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es gegen Ende, also hole ich das Foto. So, jetzt habt ihr davon. Mensch, ja, einfach hier mit dem Sumaria-Stab alles durchmetzeln. Können damit theoretisch sogar Hühnchen töten oder die Füchse. Aber die Hühnchen haben es verdient. Und das letzte Foto. Ich werde jetzt ganz kurz mal über die 3DS-Funktionen einen kurzen Save-State setzen. Bin also gleich wieder da. So, denn wenn wir in den Laden gehen und uns dort ein beliebiges Item klauen, zum Beispiel Bomben. Nee, Herzen. Wir brauchen ganz dringend 3 Herzen. So. Hi, na? Oh. Irgendwie kriege ich das gerade mal ganz auf den Kasten. Das gibt's doch nicht. Yes!
Na komm schon. Okay. Dann laufe ich halt um ihn rum. Das geht auch manchmal. Ja. Manchmal bleibt er da auch einfach kleben. Unter Umständen. Der bleibt gerade immer am falschen Ort kleben. Das gibt's doch nicht. Irgendwann kriege ich das schon noch hin. Ich habe es ja schon einmal gezeigt, dass es geht. Ach. Da. Nein? Okay. Na bitte. Eieiei. Oh, er hat es nicht gemerkt, aber plag dich jetzt nicht dein Gewissen? Ein bisschen. Du hast mir das Leben gerettet, Dieb. Das werde ich dir nie vergessen. Ich habe mir beim Windfisch etwas für uns gewünscht. Was? Das wird nicht verraten. Okay. Ja, wir sind jetzt bekannt als Dieb, deshalb habe ich auch vorher den Safe State gesetzt. Denn das letzte Foto können wir nur bekommen, wenn wir was aus dem Shop klauen. Und deshalb werde ich auch diesen Safe State wieder laden, sobald ich das Bild gezeigt habe. Denn wir werden leider nicht das Spiel mit vollem Fotoalbum abschließen. Aber trotzdem möchte ich natürlich alle Fotos mal gezeigt haben. Nur ich mag es nicht wirklich, Dieb genannt zu werden. Ich finde das ein bisschen uncool. Wie man sich vielleicht vorstellen kann. Also, gehen wir zurück zu dem Fotografen und schauen mal, ob er da eine Kleinigkeit für uns hat. Jetzt, wo wir die Fotos eingesammelt haben. Ich meine, es gibt keine Belohnung, aber ne? Und so. So. Und da wir eh früher oder später hier hin müssen, und da ich eh meinen Safe-State dann wieder laden muss und wieder den ganzen Weg laufen darf, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Na gut, egal. Gehen wir zum Fotografen. Fotos! Du hast keinen Film mehr. Dein Album ist jetzt voller schöner Erinnerungsfotos. Hä? Moment, aber er hat doch gar kein Foto von uns gemacht. Die Abenteuer des Dieb. Möchtest du ins Album schauen? Ja. Jetzt haben wir plötzlich ein Foto Nummer 12. Okay, dann schauen wir doch mal. Schauen wir unser Fotoalbum durch. Das war unser erstes Foto. Yay. Und hier haben wir Foto Nummer 2, zusammen mit Marin. Sehr schön. Auf der Klippe. An der Klippe. Ja, ne? Und so. Foto 4 war der Tarin, der sich einfach mal ein bisschen vorgedrängelt hat. Nummer 5 war Großpapa Ulrira, der freudestrahlend in seinem Telefon sitzt. Hier Link mit Komet. Was haben wir da? Oh, ein neues Foto. Wir sehen, wie Link was klaut aus dem Shop. Ja, das bekommen wir tatsächlich nur, wenn wir was aus dem Laden klauen. Dieses Foto wird dann automatisch dem Album hinzugefügt. Dafür ist man halt die ganze Zeit als Dieb bekannt. Deshalb habe ich auch diesen Safe State gesetzt. Das war der Fischer, der hier so ein bisschen am Ertrinken ist, weil er versucht hat, den Fotografen zu angeln. Links Gesichtsausdruck ist hier großartig. Zusammen mit Prinz Richard vor Schloss Canalet. Den Geist, den wir zu seiner Ruhestätte geführt haben. Und meiner Meinung nach ziemlich das coolste Foto ever. Der Fotograf, der von der Brücke fällt und trotzdem noch ein Foto macht. Großartig. Damit haben wir tatsächlich alle Fotos hier erhalten. Und damit haben wir jetzt, würde ich sagen, ganz offiziell die 100% Items erreicht. So halboffiziell, denn ich werde jetzt nochmal meinen Safe State laden und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und ich würde auch sagen, damit beenden wir die Folge für heute. Das nächste Mal schließen wir dann das Spiel ab. Wir betreten das Windfischei. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und dann sehen wir auch, was es denn mit Kokolin so auf sich hat. Gut, dann würde ich sagen, das war es erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, das lässt bei euch so gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.